Eine große Bäckerei in Familienhand. Der Seniorchef will bald in Rente gehen und seinem Hobby frönen. Please welcome from London, England, the Cinelli Brothers! Weil er auf der Bühne steht, müssen in der Bäckerei seine Söhne ran. Das wie in der Sauna. Dazu gehört auch Brotbacken im Museumsofen, ohne Strom und Thermometer. Jedes Brot ein Unikat. Neue Rezepte. Und eine kaputte Maschine. Die allergrößte Angst für mich ist, so einen Laden, den Laden hier gegen die Wand zu fahren. Joldelund in Nordfriesland. Eine Großbäckerei im 800-Seelendorf. Jasper, Gerd? So, jetzt ist die Frage, wie weit ist die Geschichte hier? Du musst noch ein bisschen laufen. 5 Minuten brauchen die noch. Dann? Daniel Lorenzen, sein Bruder Jasper und Vater Gerd helfen heute in der Tagschicht aus. 2 Bäcker haben Urlaub und einer ist krank. Sollen wir denn mit 2 Mann abwiegen? Also, wenn ihr mit 3 Mann beisetzt, wird das ja nichts. Nee, darum geht das auch nicht mit so vielen Leuten. Aber gut. Das geht ja. Ha? Dann lass uns doch mit 2 Mann abwiegen und dann... Ja, gut. 130 Brotteiglinge müssen sie vorbereiten. Gebacken wird nachts. 89 Jahre und eigentlich schon im Ruhestand. Opa Martin Lorenzen hilft auch. Mit genauso einer Waage hat Opa früher auch schon gearbeitet. Das läuft von jeher hier in Joll und so. Es ist ja auch so, dass bei der Digitalwaage musst du immer warten, bis du die Zahlen, bis die hoch und runter gelaufen sind. Und mit so einer geht's schneller. Hohe Energiekosten und Rohstoffpreise konnten sie bislang ausgleichen. Pläne für einen Neubau wurden aber erstmal auf Eis gelegt. Und intern wird sich etwas ändern. Du, ich bin jetzt 60 und ich merke, wie mir das immer schwerer fällt, die Verantwortung zu tragen. Und die Jungs sind soweit. Also, ich kann oft nachts nicht richtig schlafen in letzter Zeit, weil ich mir auch immer mal Sorgen mache und davon möchte ich gerne weg. Ich weiß nicht, ob das dann weniger wird, wenn die Jungs das machen, aber aber so ist es. Also irgendwann ist ja dann auch mal gut. Natürlich hat man Sorge, das Bäckersterben ist ja irgendwie allgegenwärtig so und es werden immer weniger Betriebe, logisch. Aber Mann, mich macht das jeden Tag glücklich hier und ich glaube, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als hier in Joll und die Bäckerei weiterzumachen. Ab Herbst übernehmen Daniel und Jasper den elterlichen Betrieb. Ihr Sortiment 65% Bio. Täglich 2500 Brote, 10.000 Brötchen, dazu Kuchen und Süßes. Sie beliefern damit Bioläden, Supermärkte, Cafés und Restaurants. Von Süddänemark bis nach Hamburg. Daniel tüftelt gemeinsam mit einem Kollegen an einem neuen, gut bekömmlichen Weizenbrot. Der Termin für die Verkostung in einem Bioladen steht an. Beim ersten Test ist das Brot durchgefallen. Wir haben immer wieder Anfragen von Leuten, die eigentlich so ein Brot wollen. Das heißt, ein Brot mit einer ganz, ganz langen Stehzeit. Und hier, das ist jetzt die Idee. Und Daniel und ich sprechen da schon ganz lange drüber und haben schon irgendwie mega viel ausprobiert. Die lange Ruhezeit des Teiges macht Weizenmehl verträglicher. Ich hab's erstmal im Kopf nur. Und dann schreibe ich es irgendwann auf. Ja, und das ist immer das Gefährliche, ne? Weil, denn, weißt du, manchmal, dann komme ich. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, aber dann komme ich und sag, genau so, Daniel, genau so. Und dann kriege ich das nicht mehr genauso hin. Dann schicken wir es überall hin. Nee. Das lag daran, weil ich hatte den Teig im Kühler stehen gehabt. Und irgendeiner hat aber dran gewackelt. Ich hatte ja 2 Bleche oben drauf gehabt. Und irgendeiner hat diese beiden Bleche in den Teig reinfallen lassen. Ja, wirklich. Brauchst du noch Mehl? Nee, brauche ich nicht. Der Vorteig hat über Nacht geruht. Jetzt kommen noch mal Mehl, Wasser, etwas Hefe und Sauerteig, Öl und Salz dazu.
Seit 6 Monaten experimentieren sie schon am Rezept. Ein Bestseller soll es werden und neue Kundschaft anlocken. Aber erstmal brauchen sie einen vorzeigbaren Prototyp. Wie Kaugummi. Das soll so, ja. Der muss ja weich sein, um den nachher überhaupt zu dehnen und falten zu können. Weil wenn der Teig nämlich zu fest ist, dann kannst du den gar nicht dehnen und falten. Es sieht ja nicht so aus, als wenn das möglich ist, daraus nachher ein Brot zu formen. Das ist so, das ist sehr gut. Wir haben hier ja schon einige Tests gemacht und es ist möglich, ne? Und ich bin hier, ja. Zieh ihn hoch und fall ihn einmal rüber. Und das mache ich dann von allen Seiten. Und dadurch baut er nämlich auch nachher die Spannung auf, um daraus überhaupt ordentliche Brote nachher formen zu können. Während der Schicht falten sie den Teig alle halbe Stunde. Dann wird er portioniert und muss wieder ruhen. 48 Stunden insgesamt. Viel zusätzlicher Aufwand. Feierabend. Daniel lebt 7 Kilometer von der Bäckerei entfernt mit seiner Frau und 3 Kindern. Und etlichen Hühnern, Hähnen und Küken. Wollen wir einmal Küken essen? Ja, lass uns mal Küken, wieder der Küken-Guide. Hier, Nis, hier. Hier. Kannst den nehmen. Ja, fein. Kannst du ihn halten? Ist er zu schwer? Guck mal, Nis, füll er mal. Wo soll das rein? Sehr gut. 230 Küken sind geschlüpft. Chinesische Zwerghühner und englische Orpingtons. Die sind jetzt 4 Wochen alt und man sieht jetzt, man kann erahnen, was Hahn, was Henne ist. Das geht los mit dem ersten Impuls, eben hier dem Kamm und dann die Entwicklung der Kehllappen hier. Ne? Hier bilden sich schon leichte Kehllappen und auch die Federstruktur. Also, ne, wenn hier hinten der Rücken. Ein Hahn befiedert später als eine Henne. Ne? Eine Henne ist viel weiter entwickelt. Schon als Kind hatte er Hühner. Als er für die Lehre aus Nordfriesland wegzog, ging das nicht mehr. Hast du das einmal ausleeren? Ja. Heute fährt er regelmäßig auf internationale Wettbewerbe und ist sogar Europameister im Züchten der Orpington-Hühner. Dann werden die gewaschen, gebadet, geföhnt und ja, das ist dann schon auch ziemlich kitschig, muss man sagen. Ne? So, aber auch irgendwie schön und dann triffst du da ein Wochenende lang ganz viele andere Hühner-Nerds und verbringst da viel Zeit und redest über Hühnerhalten, Hühnerzüchten auch. Ich habe dann auch mal gedacht, wieso ruft der denn nicht an? Aber die unterhalten sich dann tatsächlich ein Wochenende über Hühner und na gut, dann ist auch gut, wenn das entspannt, ne? Akzeptieren wir das, ja. Also für uns ist das jetzt auch keine Belastung mit den Hühnern. Also es ist, ja, sind halt da. Ja, ich glaube, ohne wäre schrecklich für ihn. Das wollen wir nicht ausprobieren. Früher gab es nur die Arbeit. Als er mit 27 von seiner Wanderschaft nach Joldelund zurückkehrte und nach 3,5 Jahren, in denen er in der ganzen Welt unterwegs war, wieder bei den Eltern arbeitete und sogar über der Backstube wohnte. Du kommst gerade wieder als junger Meister und sitzt noch nicht fest im Sattel. Und ich saß dann schon auch oft zwischen den Stühlen, also zwischen den Gesellen, die irgendwie mit mir da zusammen nachts in der Backstube jede Nacht waren. Und aber auch Gerd, mein Vater, der da der Chef ist, so. Und das hat sehr viel Reibung und Druck erzeugt. Nach 2 Jahren hat mein Körper gesagt, stopp. Dann haben die gesagt, das ist eine Gürtelrose. Und der Arzt hat gesagt, du musst irgendwas finden, was dich wieder, was, wo du vielleicht auch mal an was anderes denkst. Nicht nur Bäckerei. Daniel zog damals auf den Resthof in einem Nachbarort. Baute die Ställe, fing wieder mit der Hühnerzucht an und wurde gesund. Der Ausgleich durch sein Hobby ist auch zukünftig wichtig, denn es kommt viel Verantwortung auf ihn zu.
Seit 1930 backt Familie Lorenzen in Joldelund. Sie haben die größte Biobäckerei in Nordfriesland. 360 Tage im Jahr, 11 Öfen, 60 Mitarbeitende in 3 Schichten und viel Handarbeit. Täglich auf dem Produktionsplan 200 Schokocroissants. Das erklärt auf jeden Fall, warum jedes Croissant nachher anders aussieht, ne? Weil das Handarbeit ist. Arne hat das schön eingeteilt, sodass sie nachher alle gleich groß sind. Martina hat die voll ausgerollt. Was? Das Geräusch ist nicht normal. Die Maschine hat gerade den Scheibenspann. Die Maschine hakt. Die beiden haben sich auseinandergelebt. Martina möchte gerne, dass wir eine neue Maschine kaufen. Das wollen alle. Alle, bis auf Daniel. Der will keine neue kaufen. Die sind so scheußlich teuer. Ja, es tut mir leid. Hey, es tut mir leid. Ich denke dann immer, ich muss alles beisammen halten. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Für heute reicht der Teig. Aber die Maschine hat schon länger immer wieder Aussetzer. Um eine neue werden sie langfristig nicht herumkommen. Früher wohnten sie gemeinsam über der Backstube. Jetzt ist im alten Wohnzimmer das Büro. Arbeitsplatz von Heidi Lorenzen, Mutter von Daniel und Jasper. Die Eltern sind getrennt, arbeiten aber trotzdem noch zusammen. Na? Na? Alles gut? Jo. Was ist denn los hier mit der Ausrollmaschine? Ich habe eine neue angefragt und die liegen bei 23. So, ne? Das ist halt ganz schön heftig für eine Ausrollmaschine. Ne? Also, ich finde das auch. Ja, das finde ich auch ganz schön teuer. Es gehört zu unserer Firmenphilosophie oder zu Heidi und meiner auch. Über die ganzen Jahre haben wir meist gebrauchte Maschinen gekauft und relativ günstig. Und also wir haben immer gesagt, wir zahlen lieber Steuern als Zinsen. Kurz gesagt, aber wir sind Schnäppchenjäger. Ja, kann man ja sagen, aber auch nur ein bisschen. No. Weißt du, also, naja. Doch, doch. Natürlich spielt auch die Emotion immer eine Rolle. Also ich. Ja, es macht halt auch Spaß, wenn man. Da kann man auch viele Geschichten von erzählen. Ja, also gibt schon so einige. Doch jetzt sind die Söhne dran. Daniel und sein Bruder müssen zukünftig allein entscheiden, wie und wofür sie Geld ausgeben. Ich glaube, das ist meine allergrößte Angst. Die allergrößte Angst für mich ist, den Laden hier gegen die Wand zu fahren. Das ist meine, warum auch immer. Es gibt Menschen, die schon zigmal insolvent waren. Da ist nichts Schlimmes passiert. Aber meine tiefste Urangst ist es, diesen Laden gegen die Wand zu fahren. Das Problem mit der Maschine wird erstmal vertagt. Denn es ist viel zu tun. An den Wochenenden backen sie auch noch auswärts. Hier im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel. Jeden Sonntag betreiben sie den Holzofen des historischen Backhauses. Daniels Bruder Jasper ist heute zum ersten Mal dabei. Mir wird warm, du. Das ist wie in der Sauna. Der Ofen ist schon 173 Jahre alt, aber er funktioniert noch. Der ist wahrscheinlich schwarz wie so ein Schornsteinfeger, ne? Jasper hat Informatik studiert und kümmert sich in der Bäckerei um Logistik, Personal, Kundschaft und Bestellungen. Und weil alle Bäckereien unter hohen Energiepreisen leiden, will er eine nachhaltige und günstige Energiequelle finden. Wind zum Beispiel. Mensch, Daniel, du hast ja bei der Kletterei irgendwie den Rücken ein bisschen verrußt. Ja, das ist normal. Soll ich mal abklopfen? Ja, mach mal. Ist das weg? Was? Den Bulks. Ah ja. Na gut, das bleibt nicht aus hier beim hier. Wie neu. Ja, beim Backen im Backhaus. Backen im Museum. Das bedeutet ohne Strom und Thermometer. Jasper kennt den Ofen noch nicht. Er muss aber, wenn Personal ausfällt, überall einspringen können. Deshalb arbeitet Daniel ihn heute ein. So.
kann das aufarbeiten, wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie du, aber das ist ja dann vielleicht auch nicht so tragisch, nicht wahr? Nur ganz kurz beisetzen, nicht zu lange. Platt machen, einschlagen, umdrehen, einschlagen. Und jetzt mit den Ballen zweimal schlagen, dass hier Spannung entsteht. Jetzt ist es noch offen und zumachen. So. Das wollen wir ja mal versuchen hier, wa? Immer wieder Zwiebel. Da, 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 da. Jedes Brot ein Unikat. Aber, naja. Und zumachen? Ja, das sieht doch gut aus. Zwei Stück, oder? Nee, eins. Uiuiui, wenn man das alles alleine machen soll, dann ist man bestimmt auch ganz schön in Eile, oder? Jawohl. Immer inne. Etwa 60 Minuten backt das Brot im alten Ofen. Zeit für eine Pause. Daniel ist der ältere der beiden. 2,5 Jahre Altersunterschied. Für mich ist das vollkommen in Ordnung, dass Daniel mir das zeigt. Also ich habe da echt keinen, also als Bruder ist eben auch so, dass er mir im Leben auch viele Sachen gezeigt hat. Er ist ja der Ältere. Und so bin ich ja, rutsche ich da eigentlich nicht in eine unterlegene Position, weil für mich ist das vielleicht auch ein Stück weit normal. Und ja, so habe ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, ja, gerne, Leben lang schon viel von ihm gelernt auch. Ja. Und ja, ich hoffe, dass ich ihm auch mal was zurückgeben kann. Und das ist mit Sicherheit auch so im IT-Bereich. Klar. Im IT-Bereich da. Oh, ich hasse es. Jasper macht immer Hilfe zu Selbsthilfe, weißt du? Da willst du nur, so, ne? Die Wahrheit ist ja so, du, ich bin darin wirklich, als wenn ich zwei, also dieser ganze Computerkram, da habe ich zwei linke Hände. Weißt du, das ist so, wie wenn Jasper jetzt mit in die Backstube kommt, so ist das für mich mit Computern. Das Verhältnis der Brüder war manchmal schwierig. Für die Zukunft des Familienunternehmens mussten sie an einer gemeinsamen Basis arbeiten. Wenn wir uns ganz doll gestritten haben, dann gehen wir uns irgendwie ein bisschen aus dem Weg erstmal, schlucken das beide runter. Und dann ist es bei uns in der Familie schon so, dass einen Tag später sich alle entschuldigen irgendwie. Ja, so haben wir eben jetzt gerade diesen Weg gefunden, dass wir halt das Private irgendwie außen vor lassen und jetzt und das Berufliche eben, da läuft es gut. Also da kommen wir gut miteinander aus. Mittlerweile fahren wir sogar gemeinsam wieder zu Terminen, was nicht immer so war. Jaspers Premiere ist gelungen. Diese Brote können sie verkaufen. Frische Brote, Zwiebel! Heiße Bärlauchbrote! Frisch, frischer, am frischesten! Hier! Der wöchentliche Weg nach Molfsee ist zwar weit, aber hier haben sie den direkten Kontakt zu ihrer Kundschaft und können Werbung machen für die Bäckerei. Zurück in Joldelund. 1,5 Kilometer von der Bäckerei entfernt liegt der Hof von Vater Gerd und seiner Lebensgefährtin. Hier will er zukünftig deutlich mehr Zeit verbringen. Genauer gesagt im Juke Joint, seiner Konzertlocation auf dem Dachboden. Das erste Konzert hier oben war mein 45. Geburtstag. Da hatte ich eine Bluesband eingeladen, wo es nur so ganz jungfräulich ursprünglich war hier auf dem Boden. Und da hatte ich eben Nachbarn eingeladen, Freunde, wie man es so macht zum 45. Geburtstag. Und ich habe mich gewundert, die Nachbarn fanden das auch toll. Und das war so dann der Auslöser und der kleine Kiesel, der ins Rollen kam. Und wo es dann, wo ich dann gedacht habe, Mann, wenn das die Nachbarn sogar mögen, dann mache ich mal wieder was draus. Inzwischen organisiert er jedes Jahr 2 Festivals plus 10 Konzertabende neben seinem Job als Bäckermeister. Opa Martin und Oma Johanna bringen die Verpflegung. Haben Sie selber die Brötchen gebacken? Ja, meinst du, wir haben die vom anderen Bäcker oder was? Ja. 200 Gäste erwartet Gerd an diesem Abend. Aus ganz Deutschland kommen sie für sein Blues-Festival nach Nordfriesland. Es ist schon lange kein Geheimtipp mehr und hat sogar eine Auszeichnung bekommen. Prost, Gabi. Prost.
Bald soll die Musik seine Hauptbeschäftigung sein. Wenn er nach 44 Jahren in der Backstube wirklich loslassen und seinen Söhnen das Steuer überlassen kann. Also mir gefällt mal bei dem einen dies nicht, was da gerade läuft, und beim anderen das nicht. Und dann manchmal nötigen sie mich auch ja dazu, Partei zu ergreifen irgendwie. Das ist nicht schön für den Vater, finde ich nicht schön, das ist doof. Aber klar, ich meine, sie finden immer wieder neue Wege zueinander. Das ist ja so. Auf jeden Fall ist es so. Ich meine, ihre Eltern können das auch. Ja. Auch er machte vieles anders, als er die Bäckerei vor 30 Jahren von seinen Eltern übernahm. Ergänzte das Sortiment zum Beispiel um Bio-Backwaren. Hallo! How's it going, everybody? Die Musiker sind da. Welcome to the Guitar Hero Blues Festival. Feeling fine. Feeling very good. Diese Band aus Großbritannien ist zum zweiten Mal dabei. Yes. Gerd ist sowas wie ein Talentscout. Er hat die Szene außerhalb Deutschlands immer im Blick. So hat er uns gefunden. Das war damals wirklich Liebe auf den ersten Blick. Das ist echt verrückt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie er mit einer Mütze in der Backstube steht. Und dann tanzt er abends vor der Bühne zu Bluesmusik. Richtig cool. Gerd hat schon einigen Nachwuchskünstlern und Künstlerinnen zu internationalem Erfolg verholfen. Ja, cool. Ja, ist immer herrlich. Also, kennen sich alle. Ja, das ist auch ein Antrieb, das zu machen. Uhr. Konzertbeginn. Ausverkauft ist es heute nicht. Aber solange Gerd noch in der Bäckerei arbeitet, kann er das finanziell ausgleichen. Oha! Herzlich willkommen, liebe Jugendjoint-Freunde. Heute Abend zum Guitar Heroes Festival live as our guest at Gerd's Jugendjoint. Please welcome from London, England, the Cinelli Brothers! Gerd ist mit dem Abend zufrieden. Auf die Unterstützung seiner Fans und der Familie kann er zählen. Das ist ein Stück Heimat hier oben. Für mich ist das ein Stück Heimat. Es gehört dazu zur Familie. Der Jugendjoint ist einfach Teil des Ganzen. Und das macht auch Spaß. Man begegnet auch so vielen schönen Leuten und hat einfach Spaß hier. Die neue Teigausrollmaschine ist da. Wieder günstig gebraucht gekauft. Ich habe das Ding so gesehen im Netz und habe gedacht, die passt und das könnte was sein für uns. Und genau. Ja, am Ende sind die von dieser Marke, die Firma, die sind mega kulant. Also. Das Band ist zu locker. Nur eine Einstellungssache. Die Maschine läuft. Okay. Ah. Aha, wir haben jetzt gedacht, die Maschine ist ja relativ klein. Ja. So, ne? Die stellen wir in die Konditorei, die große aus der Konditorei. Die holen wir dann hier in die Backstube. Die und, ist ja noch genau, manuell hier, ne? Die ist noch muss manuell. Man, muss man noch von Hand, ja, das wäre auch, das dauert das ist hier auch für zu lange. Plunder ja. Dann zu lange, ja, ne? Aber, zu lange. Aber eben in der Konditorei so ein paar Marzipanplatten ausrollen. Die neue gebrauchte Teigausrollmaschine geht also in die Konditorei zu den Kuchen und Torten. Für ihre Croissants bekommen sie die modernere, die dort steht, im Tausch. In wenigen Wochen ziehen sich die Eltern aus der Geschäftsführung der Bäckerei zurück. Dann sind Daniel und sein Bruder dran und führen den Betrieb in vierter Generation weiter.
Ich freue mich aber auch auf die Verantwortung. Ne? Das heißt auch, dass du umso weniger fragen musst um das, was du machst, so, und absprechen musst. Und einerseits hoffe ich, dass sie immer noch ein Stück weit da bleiben, um einfach da ein Gleichgewicht zwischen Jasper und mir zu schaffen. Ja, und andererseits, ja, mache ich das nun auch lang genug schon, um irgendwie da nun ja, mit Jasper alleine im Sattel zu sitzen. Das, trotzdem bin ich aufgeregt. Gleich wird Daniel den aktuellen Versuch seiner neuen Brotsorte präsentieren. In einem Bio-Supermarkt in Husum. Letztes Mal hatte der Chefin das Brot nicht geschmeckt. Zur Verkostung sind heute auch Verkäuferinnen da. Also ich reiche erstmal so die erste Runde durch. Danke. Das riecht jedenfalls auch richtig gut. Das schmeckt jetzt gut. Ich bin auch ganz voll. Wir hatten ja letztes Mal beim letzten Brot diesen Konflikt mit dieser Säure, die mir nicht gefiel. Und das finde ich super hier. Das ist total gelungen. Also geschmacklich finde ich das super. Ich finde die Rinde ein bisschen. Die Rinde finde ich ein bisschen noch zu. Da kaut man zu lange drauf. Genau, die ist so ein bisschen. Und deswegen frage ich, genau. Ein bisschen zu dick. Also sonst ist es richtig lecker. Denkt ihr, ihr könnt das verkaufen? Aber ehrlich? Wenn die Rinde sich verändert, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können das auch so schon verkaufen. Ja, glaube ich auch. Aber manchmal muss man ein bisschen was dazu erzählen, dann verkauft sie es besonders. Ja. Und ich finde die Löcher tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde die super cool. Das finde ich gar nicht schlimm, weil das finde ich irgendwie, man zerreißt das eh dann. Heute ein ganz klares Ja zum Brot. Aber Daniel ist auch das Urteil der Kundschaft wichtig. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Also ich würde Sie bitten, das einfach mal zu probieren und mir dann ehrlich zu sagen, was Sie darüber denken. Sieht aus wie ein Baguette. Und riecht aber süßlich. Schmeckt es? Ist das ein bisschen wenig würzig. Okay. Für mich. Mehr Salz? Oder was anderes. Okay. Tolles Brot. Was denken Sie? Tolle Konsistenz. Danke. Da kriegt man sowas hin. Das neue Brot hat endlich alle Tests bestanden. 48 soll es heißen, weil der Teig so lange ruht. Das zeigt eigentlich, wie gut wir im Sattel sitzen und wie gut wir das auch alle miteinander haben. Ne? Und das ist doch ein Sinnbild dafür eigentlich, ne? wie gut es geht, so, ne? Wie sowas gemeinsam entstehen kann. Und tja, wenn man dann heute hier nur so gute Resonanz kriegt, dann ist das doch ein Knaller. Daniel und sein Bruder sind gut vorbereitet. Der Generationswechsel am Ofen kann kommen.